Hallo und herzlich willkommen bei Ubi Tested. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Und zwar zu einem der Testwagen, die ich schon seit längerer Zeit, wie gesagt, zu mir in die Redaktion holen wollte. Und nun ist er endlich angekommen. Der Dacia Duster ist wieder da. Ich habe ihn euch schon mal in der nackten Version vorgestellt und hat euch gesagt, wenn man ihn ein bisschen sinnvoll ausstattet, dann ist man auch nicht allzu weit drüber vom Preis. Hier nun tatsächlich der Dacia Duster 2 Essential mit dem 95 PS Blue DCI Motor. Und was der so wirklich kann, das schauen wir uns heute einmal an. Ja, starten wir natürlich mit dem Exterieur vom Dacia Duster. Und hier steht er in Kosmos Blau Metallic vor uns. Eine sehr, sehr schöne Farbe, wie ich finde. Aber schauen wir uns zunächst einmal so ein bisschen die Front an. Die ist ja jetzt etwas freundlicher geworden. Man erkennt den Duster immer noch hier an diesen würfelartigen Elementen im Scheinwerfer. Ganz klar, die Chromelemente sind jetzt sehr schön integriert, machen das Ganze ein bisschen breiter. Insgesamt wirkt der Wagen hier insgesamt breiter gezogen, auch durch dieses LED-Tagfahrlicht, was serienmäßig ist. Wir haben Unterfahrschutz drinnen. Der Wagen wirkt auch nicht wie ein modernes SUV, einfach eher tief mit hoher Sitzposition, sondern er ist schon deutlich höher gelegt. Der kann auch was im Gelände, das hat man auch gesehen und das konnte man auch erfahren bei der Fahrvorstellung damals. Viele schwarze Applikationen, die wir hier haben, das sehen wir jetzt auch hier. Wir haben einfach Stahlräder darauf gezogen bekommen, ohne irgendwelche Radkappen oder sonst was. Hier sehen wir übrigens nochmal das Kosmos Blau Metallic. Eine sehr, sehr schöne Lackierung, wie ich finde, die auch dem Duster sehr gut steht. 4,34 Meter ist der Dacia Duster lang. Das hat sich auch nichts groß verändert zum Vorgänger. Im Endeffekt ist es immer noch die gleiche Basis, die nur umfangreich überarbeitet wurde. Der Vorderwagen wurde deutlich steifer. Es wurden mehr Dämmmaterialien verbaut, dadurch ist er auch ein bisschen schwerer geworden, aber das hat ihm auch sehr gut getan. Am Heck hat sich natürlich das meiste designtechnisch verändert. Wir haben hier große Rückleuchten bekommen, die jetzt so ein Kreuzchen da beinhalten, das so ein bisschen an den Jeep Renegade erinnert. Naja, gut, ich persönlich fand es auch eher Renegade-mäßig. Dennoch muss ich sagen, man hat sich da echt dran gewöhnt. Sehr, sehr schön. Hier natürlich auch der Duster Schriftzug noch schön auf dem Heckdeckel drauf. Das macht auch das Selbstbewusstsein und das darf er auch haben. Denn der Dacia Duster zählt nicht umsonst zu einem der beliebtesten SUVs in der Kompaktklasse. Verkauft sich unheimlich gut, hat einen sehr hohen Wiederverkaufswert. Natürlich vernichtet man hier einfach schlicht und ergreifend sehr wenig Geld, wenn man sich solch einen Wagen zulegt. Aber natürlich zählen hier vor allem auch die inneren Werte und die schauen wir uns natürlich jetzt an. Ja, werfen wir einen Blick in den Kofferraum vom Dacia Duster. 413 Liter Stauraumvolumen erwarten uns hier hinten. Das Ganze ist relativ einfach aufgebaut. Wir haben Zurösen, die unter anderem auch für den Top-Teater, für den Kindersitz geeignet sind. Sowohl links als auch rechts. Denn tatsächlich an den äußeren Positionen sind die Kindersitz-Isofix-Verankerungen untergebracht. Wir haben hier noch ein nettes Erste-Hilfe-Set. Dann haben wir hier tatsächlich eine kleine Kante. Die Ladekante ist recht hoch. 413 Liter ist das Standardvolumen. Die Abmessungen sind übrigens auch gar nicht mal so verkehrt. Wenn wir uns das anschauen, wir haben eine Innenraumbreite von 100 cm, eine Tiefe von 97 cm in der Standardausführung mit den Rücksitzlehnen. Dann bis hier hoch unter die Hutablage können wir bis zu 52 cm laden. Wenn wir die Hutablage rausnehmen, dann ist unsere engste Stelle hier oben und die befindet sich in 83 cm Höhe vom Laderaumboden. Ich würde sagen, ein gutes Standardmaß und erweiterbar übrigens, wenn wir die Rücklehnen im Verhältnis 2/3 zu 1/3 umlegen. Dann können wir auch ordentlich weit vorladen. Ja, ich habe mich nach hinten gesetzt, hier im Dacia Duster, und der Sitz ist
auf eine Größe von über 1,80 Meter eingestellt, so 1,85 Meter der Beifahrersitz. Das ist nicht meine Standardgröße, aber hier saß tatsächlich jetzt jemand etwas Größeres, was ich auch nicht allzu verkehrt finde. Jetzt sieht es tatsächlich so aus, also meine Knie stoßen so ein bisschen hier in dieses Polster rein, dürfen sie aber auch. Ich kann meine Füße perfekt unter den Sitz schieben. Man sieht, es wird schon deutlich enger. Das heißt also, für Reboarder-Kindersitze müsste der Beifahrersitz auf alle Fälle weiter nach vorne gefahren werden. Eine Installation ist aber dann auf alle Fälle möglich. Grundsätzlich, bei mir ist der Kindersitz hier auf die Größe eben von mir eingestellt von 1,78. Da ist dann noch ein bisschen Platz. Die Füße baumeln aber auch schon fast an der Lehne. Der Stoff ist aber sehr dankbar dafür. Den kann man ganz gut abwaschen. Es ist sogar, hier sind hier sogar Reißverschlüsse, man könnte den komplett abnehmen und vermutlich auch gleich in die Waschmaschine stecken. Dennoch, für drei Personen auf der Rückbank ist durchaus Platz durch die Innenraumbreite, das muss man auch mal so sagen. Natürlich nicht vielleicht durch die breitesten Erwachsenen, wie jetzt mich dreimal in Ausführung, aber drei durchschnittlich gewachsene Erwachsene können hier auf alle Fälle Platz nehmen. Besonders interessant hier in der geringen Ausstattungsvariante Essential, dass wir hier auf alle Fälle noch manuelle Fensterheber haben. Hinten, ja, für den einen oder anderen ist es tatsächlich, die bei mir mitgefahren sind, immer noch ein kleiner Gag, dass es das immer noch gibt. Kopfraum brauchen wir gar nicht reden, da ist jede Menge Platz. Auch die Kopfstützen lassen sich so weit, naja, gerade so ausreichend ausziehen. Die könnten noch ein Stück länger sein, das muss man sagen. Dennoch, hier hinten sitzt sich ganz passabel. Die Bank ist ausreichend straff. Und ja, für eine mittlere Strecke ist das auf alle Fälle völlig ausreichend. Hinter dem Lenkrad des Dacia Duster sitzt es sich auch wirklich sehr kommod. Wir haben einen ausreichend groß dimensionierten Stoffsitz, der weich gepolstert ist, nicht zu weich, vor allem nicht im Rücken, das ist schon mal ganz gut. Eine Lordosenstütze gibt es natürlich nicht. Wäre vielleicht wünschenswert, dass man da noch ein bisschen was verstellen kann, denn so viel kostet das ja nun auch wieder nicht. Wir haben die Kopfstütze, die sich wirklich weit ausziehen lässt. Also da finden auch größere Personen locker ihre ideale Sitzposition. Das Lenkrad ist seit der Generation 2 nicht nur in der Höhe, sondern auch in der Tiefe, wie gesagt, verstellbar. Ist zwar ein bisschen schwergängig, aber auch da findet man dann recht schnell seine ideale Position. Kopffreiheit ist genügend. Die Sitzverstellung ist mit einem Ratschensystem und einem Schlitten relativ einfach und simpel gehalten, ist aber jetzt auch nichts Verkehrtes. Im Gegenteil, man hat hier wirklich einen ganz ordentlichen Mix aus Funktionalität und Praktikabilität gewählt. Das muss man sagen. Ich würde sagen, wenn wir schon hier hinter dem Lenkrad Platz nehmen, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch jetzt den Innenraum an. Ja, willkommen hier im Innenraum vom Dacia Duster und zwar der Essential-Variante, welche die günstigste Einstiegsvariante nach dieser nackten Access-Variante ist, die ich auch schon mal euch vorgestellt habe. Da schaut einfach mal da oben rechts in die Beschreibung, das verlinke ich euch natürlich. Hier drinnen sieht es dann schon mal genau so aus, wie ich es eigentlich gesagt hatte, dass es benötigt werden würde. Nämlich ein Radio, eine Klimaanlage. Okay, wir haben immer noch hier keine Sitzheizung drinnen, wir haben kein Tempomat drinnen und wir haben noch manuell verstellbare Außenspiegel. Klar, wir haben ein Vierspeichenlenkrad, das nicht beledert ist, sondern mit einem Kunststoffkranz versehen wurde. Wir haben hier den Radiosatelliten, wie wir ihn auch von Renault kennen. Wir haben ein sehr klares Kombi-Instrument, allerdings viel zu viele Strichlein. Vor allem innen diese ganzen Striche, die könnte man sich eigentlich sparen, hat man vielleicht einfach nur aufgelockert. Man hat einen kleinen Bordcomputer da drinnen, den man dann hier rüber über den Multifunktionstasten bedienen kann. Das hier ist dann auch die Steuerung des Limiters. Der Limiter wird übrigens hier in der Mittelkonsole aktiviert. Wir haben einen Limiter, ja, wir haben aber keinen Tempomaten. Mit einem Limiter kommt man aber auch schon mal gar nicht mal so
unweit, wenn man ehrlich ist. Wir haben hier noch ein paar Schaltertasten, und zwar zum Deaktivieren der Start-Stopp-Automatik, zum Aktivieren des Eco-Modus, das heißt also, dass der Motor ein wenig oder weniger Leistung hat und nicht so direkt anspricht. Meiner Meinung nach kann man das definitiv deaktiviert lassen, das ist, bringt gar nichts. Man hat dann hier noch die Zentralverriegelung und die Warnblinkanlage. Sehr schön übrigens, dass der schön zentral angeordnet ist. Man hätte ihn natürlich hier oben vielleicht noch integrieren können, aber ist hier unten schön eingebracht. Dann haben wir eine manuell zu verstellende Klimaanlage. Wir haben hier unten eine 12 Volt Steckdose. Den USB-Anschluss gibt es hier. Das Radio hat natürlich auch eine Telefonvorbereitung und Freisprecheinrichtung, hat aber einen relativ bescheidenen Radioempfang. Der 6-Gang-Schalthebel haben wir hier. Wir haben eine manuelle Handbremse. Die Lüftungsdüsen übrigens, die lassen sich natürlich auch hier schön verstellen. Sind auch sehr simpel gehalten, genauso wie die Materialien. Viel Hardcore. Ich finde, dieses helle Grau schadet dem Wagen, denn wenn man das dunkel machen würde, dann würde es auch die Innenraumqualität oder die, ja, die optische Qualität deutlich steigern. Dieses Hellgraue senkt so ein bisschen das Ganze, weil es billiger wirkt, als es eigentlich sein müsste. Zudem haben wir hier ein Ablagefach, wir haben da unten noch ein großes Handschuhfach. Die Türtaschen sind auch sehr groß, hier unten ist auch noch mal ein Becherhalter drin. Ja, und das war es eigentlich auch schon. Sehr simpel, wie gesagt, gehalten, aber simpel heißt ja nicht automatisch schlecht. Im Gegenteil, sehr einfache Bedienung. Hiermit kommt wirklich absolut jeder zurecht. Ich bin unterwegs mit dem Dacia Duster Blue DCI 95 Essential. Man hört es vielleicht. Der Diesel ist akustisch präsent, macht aber ein gutes Bild. Also er passt wirklich zu diesem Charakter von dem Fahrzeug. Denn der Wagen hat ja so ein bisschen so diesen robusten Charakter, dieses nicht so fein geschliffene. Und da passt der Diesel hier auch sehr, sehr gut dazu, finde ich. Mit 95 PS würde man jetzt vermuten, oh, der ist aber ganz schön maumel motorisiert. Nee, ist er nicht. 240 Newtonmeter Drehmoment bietet er. In 12,6 Sekunden geht es von 0 auf 100. Für ein SUV ist das schon mal sehr, sehr gut. Dann wiegt der Wagen auch nur 1,4 Tonnen. Auch nicht schlecht. Natürlich 167 Stundenkilometer Spitzentempo ist jetzt nicht besonders für viele. Aber das will der Duster auch nicht. Der Duster will dich von A nach B ohne Schnörkel komfortabel bringen. Und das tut er. Also genau das ist Zielerfüllung und diese Zielerfüllung ist eingetreten. Haken perfekt gemacht. Federung absolut komfortabel. Klar, Aufbau wankt. Mein Gott, ist nicht dramatisch. In echten Krisensituationen gibt es eine ESP. Das greift ordentlich ein, das greift sehr frühzeitig ein. Da gibt es auch keine Gefahren. Die Bremsanlage, ganz klar, verzögert ordentlich, macht auch einen guten Eindruck, könnte aber ein schöneres Bremsgefühl bieten. Die Lenkung, ja, bietet ebenfalls eine ordentliche Rückmeldung, ausreichend, ist sehr, sehr leichtgängig, ist jetzt nicht sonderlich direkt, eher indirekt, macht aber genau das, was sie soll. Ja, also sie bringt den Duster um die Ecke. Man fühlt sich hier im Duster einfach echt wohl. Wenn man selbst mal so ein bisschen den Kopf frei bekommt von den ganzen, ja, modernen Features, die man jetzt mittlerweile immer mehr fordert in neuen Wagen, dann ist der Duster tatsächlich echt befreiend. Er kommt hier tatsächlich ohne Einparkhilfe aus, er kommt nur mit manueller Spiegelverstellung hier daher. Das Radio, ja, vom Empfang einfach auch nicht so der Burner. Sitzheizung, da brauche ich auch nicht drüber zu diskutieren, da müsste man einfach hier wärmer sich anziehen. Ja, es sind Features, die mir auch fehlen. Ich bin immer jemand, der sagt, in einen Neuwagen gehören Klimaautomatik, Einparkhilfe und die Sitzheizung. Das sind meine drei Must-Haves. Hat der Wagen hier nicht? Würde ich ihn trotzdem kaufen? Ja, weil erstens, es gibt die Möglichkeit, den Wagen so auszustatten. Punkt 1, für relativ wenig Geld. Punkt 2, Punkt 3, es ist nicht zwingend notwendig, wenn man ehrlich ist. Eine Sitzheizung, man ist früher auch ohne Sitzheizung ausgekommen. Eine manuelle Klimaanlage tut es genauso, auch wenn sie nicht so perfekt das Klima im Innenraum regulieren kann. Eine Einparkhilfe, ja,
die vermisse ich in der Tat. Der Duster ist zwar wirklich sehr, sehr übersichtlich, man kriegt die Abmessungen auch ganz gut hin und man kann den Wagen auch in Parklücken ganz gut reinzirkeln. Natürlich, man kann den Beifahrer nach draußen schicken und schön einwinken lassen, wie früher, das geht auch. Aber ich glaube, das wäre das Ausstattungsextra, was mir persönlich am meisten fehlen würde. Denn es macht das Ganze einfach im Alltag noch mal ein bisschen leichter. Und eine gewisse Leichtigkeit bietet der Duster ja. Und wir reden hier jetzt nicht über Luxus-Features, die in meinen Augen völlig drüber sind. Auch nicht drüber sind tatsächlich die Verbrauchswerte vom Dacia Duster, denn wer den Wagen im Alltag fährt, der wird ihn kaum über die 5 Liter Marke bekommen. Ja, richtig gehört, kaum über 5 Liter. Im Gegenteil, man fährt den Wagen eigentlich eher mit knapp über 4 Litern. Ihr habt richtig gehört, ein SUV, was unter 5 Liter problemlos fahrbar ist. Und das ist auch eine kleine Revolution von unten. Ende der Dienstfahrt im Dacia Duster 2 und zwar im Blue DCI 95 Essential. Es ist mir immer wieder eine Freude, mit dem Dacia Duster unterwegs zu sein. Der Dacia bietet einfach so viel Fahrspaß für wenig Geld. Fahrspaß aufgrund der Reduzierung auf das Minimum. Und er ist einfach echt ein grundsolider Partner, der dich im Alltag wahrscheinlich auch nicht unbedingt oft im Stich lassen wird, denn die Technik ist einfach ausgereift und kann auch auf alle Fälle durch die meisten Fachbetriebe gewartet werden. Und die Garantie mit 3 Jahren ist ausreichend. Da hat man in 3 Jahren, kann man viel abdecken. Hier beim Dacia Duster, vor allem wenn man sich so einen Blue DCI 95 holt, der ja wirklich einen sehr, sehr guten Motor hat, der robust ist, der langlebig ist nachweislich bei Renault und auch hier mit dem einfachen Gewicht vom Duster wirklich leichtes Spiel hat und den Wagen auch ordentlich nach vorne treibt, zudem auch den Verbrauch deutlich unter der 5 Liter Marke im Alltag hält. Also was will man eigentlich mehr? 15.120 Euro kostet der Dacia Duster in der gezeigten Variante hier und da sind dann auch nur 3 Ausstattungsoptionen tatsächlich drinnen. Oder 4, Entschuldigung, mit der Metallic-Lackierung. Wir haben ansonsten aber das Komfortpaket, wir haben das Notrad und wir haben noch die Klimaanlage. Klar, eine Einparkhilfe würde ich auf alle Fälle schon empfehlen. Das heißt, da sind wir dann schon wieder bei einer höheren Ausstattungslinie. Ich denke, für die meisten da draußen wird die Komfortausstattungslinie die sinnvollste sein. Das ist die eine Ausstattungslinie über dem Essential. Denn da bietet sich dann einfach nochmal mehr Optionen, die man dann hinein beziehen kann, ob das jetzt tatsächlich ein Kamerasystem ist, ob das die Einparkhilfe ist, ob das die Sitzheizung ist. Sicherlich gibt es da dann auch wieder sehr, sehr viele Komfortfeatures, die vielleicht auch zu viel sein könnten. Wer eine einfache Variante sucht, der ist mit dem Essential wirklich sehr, sehr gut bedient und für 15.000 Euro, wie gesagt, bekommt man ein komplett solides Auto, das einen auch über lange Strecken ausreichend komfortabel von A nach B bringt und vor allem im Alltag wirklich sehr gut funktioniert. Mit Kindern ebenfalls ein sehr gutes und ordentliches Reisefahrzeug. Ich weiß, viele werden jetzt wieder aufschreien und sagen, aber Sicherheit, ganz ehrlich, in meinen Augen ist das Auto aus dem Stand von heute auch ausreichend sicher. Da brauchen wir nicht diskutieren. Das Fahrzeug hat zwar nur 3 Sterne im Crashtest bekommen, dies aber auch sicherlich, weil ihm viele Assistenzsysteme fehlen. Im reinen Crashtest sind es schon mal 4. Das heißt, muss man sagen, das Fahrzeug ist auch auf dem aktuellen Stand der Technik angekommen. Jetzt würde ich aber sagen, wir sind am Ende angekommen und aus dem Grund möchte ich jetzt von euch da draußen wissen, was ihr zum Dacia Duster denkt, was ihr zum Video denkt. Wenn es euch gefallen hat, bitte den Daumen nach oben. Wenn es nicht gefallen hat, natürlich den Daumen nach unten. Wenn wir uns demnächst auch wiedersehen sollen, bitte vergesst das Abo nicht und die Abo-Glocke, damit ihr dann auch möglichst schnell informiert seid. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und tschüss und servus, sagt euer Ubi.